Während Mo arbeiten ist, kommt Freundin Babsi mit Töchterchen Ramona zu Besuch. Endlich mal Zeit, sich in Jungmami-Themen auszutauschen. Hallo. Wer kommt denn da? Schau mal, Ilari, Ramona, da und die Babsi. Ich komme zu Katrin regelmäßig, weil sie die Dorfpatin von meiner Kleinen ist. Also das ist sowieso wichtig für mich. Und wir sind beide Mamas. Unsere Kinder sind fast gleich alt. Das ist für mich irrsinnig wichtig. Und Ilari ist wie die beste Freundin für meine Tochter. Ich habe mir ein Babyfon gekauft. Zeig. Ich habe ein Babyfon. Wie, wenn das für eine Riesenverpackung? Meine war so klein. Ich wollte eigentlich nie ein Babyfon, weil ich gesagt habe, ich habe ja eh ein Ohr auf mein Kind. Nur dadurch, dass gerade bei der Ilara unklar ist, ob sie laktoseintolerant ist oder nicht und man fast jeden Tag eine Flasche speibt. Sie kommt mit ihrer Speiberei. Ich muss sehen. Ich habe einfach zu viel Angst davor. Ja, das ist eh klar. Zeig mir ihr das gute Stück. Während sich die Mamis der Technik widmen, aha, spielen die Kleinen ganz lieb miteinander, bis ein Kind es mit den Liebesbeweisen ein bisschen übertreibt. Du bist so liebesbedürftig, Ilara. Ich bin trotzdem noch immer, was das betrifft, ist eine sehr, sehr vorsichtige Mama. Ilara Pussy? Ja, Ilara, du Armen. Wie lieb. Mein Kind ist einfach süßes mit eins. Ja, ich weiß, mein Kind ist nicht so kuschelig. Jetzt mag der Kind nicht mehr, jetzt stoßt es weg. Ja, nein, ich will immer noch Liebe. Ja, Ilara ist ein anhängliches Kind. Sie braucht viel Liebe und sie holt es von jedem. Also zumindest von den Leuten, die sie es kennt. Und ja, wenn wir da kurz abgelehnt sind, glaubt Ilara immer wieder, sie muss der Ramona mit ihrer Liebe erdrücken. Ilara, Busse geben. Zurück zum Thema. Das Babyphone ist für den Einsatz bereit. Die erste Testübertragung kann starten. Piep, piep. Ah, wir hätten nicht bedenken sollen, wenn wir im selben Raum sind. Ja gut, ich sehe uns mal. Ich sehe uns auch. Ja, passt. Dann gehen wir am Balkon und zusammen schauen wir mal, ob es das Herz. Ja, passt. Dann drei, dann brauchst du einen Lauder. Dann werden wir euch sehen. Ja. Und man fühlt sich einfach durch die ganze Technik zum Teil sicherer. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Urlaub bin, kann ich meinen Flaschelwärmer mitnehmen und weiß, mein Kind hat immer warmes Essen. Babyfon, ich weiß, ich kann mich unten auf Terrassen setzen. Wir leben in einer Zeit, in der Technik mit uns lebt. Da brauchen wir das halt einfach. Was heißt brauchen? Man hat es halt einfach, den Luxus. Katrin hat zweifach Papa Mo, eine Jungmami-Freundin und klare Vorstellungen für Töchterchen Ilara. Ich möchte dort Ilara in einem Vorkindergarten, in keinem städtischen, sondern, also nicht in einem städtischen, sondern in einem Vorkindergarten. Und was ist der Unterschied zwischen städtischen und einem Vorkindergarten? Der Unterschied zwischen städtischen und Vor- bzw. Privatkindergärten ist, dass dann schon, also vor allem der Vorkindergarten schaut halt noch vor auf die Traditionen, Feiertage. Im Vorkindergarten möchte ich es deswegen geben, dass die Ilara mit den Traditionen aufwächst, eben vom Religiösen aus her, also wie gesagt, Laternenfest, das tut nicht das Laternenfest, sondern St. Martinfest, das wird der Hintergrund erklärt. Es kommt dann noch der Nikolaus, es wird noch alle Feiertage, Ernte, Dank etc. gefeiert und sie gehen da mit dem Kindergarten in Kirchen rein. Ich stehe hinter meiner Kirche, ich bin mit Leib und Sehen altkatholisch, ich halte mir an meine Fastenzeiten alles. Ja, Katrin ist eine Heilige. Neben Gott gibt's nur noch Mo für sie, den das Thema aber nicht interessiert. Der Mo ist Atheist. Er glaubt nichts. Er ist keiner, der sagt, okay, er glaubt jetzt an das nicht, er will das nicht. Im Gegenteil, wir haben trotzdem Weihnachten gefeiert, wir feiern Erntedank, wir haben sogar Ilaras Erntedank taufen lassen. Und im Endeffekt, er wollte auch, dass die gar nicht tauft wird und alles. Wie schaut es bei dir aus mit den Arzttermine? Jahresuntersuchung, Jahresimpfung, ich hab keine Lust. So mache ich die Impfungen, die was früher Pflicht waren, weil heute gibt es ja keine Impfpflichtungen mehr. Unter anderem, weil halt auch viele Kindergärten drauf schauen und auch viele Kindergärten sagen, ja, okay, der Kind ist nicht geimpft, wir nehmen den jetzt. Also da ist eher mehr sehen in die Richtung, weil sonst würde er eher weniger impfen, sage ich ehrlich, wie es ist. Also ich bin nicht gerade der Impffreund. Ich mache die Pflichtimpfungen, ich habe es so mit den Zeckenimpfungen. Ich bin noch nie Zecken geimpft worden und ich habe es auch bis jetzt überlebt und habe auch schon meine Zecken gehabt. Und ich selber zum Beispiel sage halt so unnötige Impfungen, eh wie man sagt, Grippeimpfung, eine Grippe, werden es sowieso irgendwann einmal haben und sie sollen ja selber auch
Immunsystem aufbauen. Aber andere Impfungen, so wie eben Mumps, Masern, Röteln, Kinderlähmung, das ist halt schon für mich wichtig, für die Kleinen, weil die Krankheiten eben so aggressiv sind. Die mache ich auch, aber so Grippeimpfung oder so, nein. Nein, da bin ich auch nicht dafür. Naja, weißt du, wozu impfst gegen Krebs? Sie wird sowieso irgendwann einmal krank werden. Ich sag so, Kinder sollten schon irgendwo ein eigenes Immunsystem aufbauen können. Das Jungfamilienglück bei Katrin scheint mit der kleinen Ilara perfekt. Zeit, sich Gedanken zu machen, wie es weitergeht. Also mit Papa Mo und so. Wir haben jetzt gesagt, zwecks heiraten. Dadurch, dass wir nur zwei Zwillinge haben und ich nicht aus der Schwangere gerade unbedingt heiraten will und nicht gerade unbedingt in der Stillzeit heiraten will. Aber man fühlt sich halt einfach selber auch besser, wenn man... Entschuldigung, ich werde für ewig auf die Hochzeitsbilder dann aus der Schwangere sein. Das will ich nicht. Da stellt man sich so vor, so mal, was war, wenn ich noch ein Jahr gewartet? Nicht nur das, allein wenn ich mir jetzt die Bilder von der Schwangerschaft von der Lara anschaue. Man hat sich nicht so dick gefühlt. Nicht nur das, ich bin mir so hübsch vorgekommen zu der Erstkommunion von meinem Neffen. Jetzt habe ich mich bei meiner Schwägerin entschuldigt, dass ich die Bilder so versaut habe. Die war so platt. Das ist halt so bei einer Schwangerschaft. Natürlich, als Schwangere bist du stolz auf dein Baby und alles drum und dran. Aber wenn ich mir denke, Hochzeit, nein. Ich sag, man heiratet noch einmal im Leben. Ja. Und wann ich heirate, dann gescheit. Hey, dann will ich da stehen. Ich schmeiß mit Geld. Ich kann mir alles leisten heute. Das wird der einzige Tag in meinem Leben sein, wo mir Geld schnurzegal wird. Weil wenn ich eine depperte Pferdekutsche will mit 20 Pferden, dann werde ich mir die leisten, ohne dass mir dann natürlich das restliche Monat oder sonst irgendwann einmal angeht. Ja, aber mit dem Kriterium, wie schaut es denn aus mit der kirchlichen Hochzeit? Weil ich will zu 100% kirchlich heiraten. Weil ich sag, wenn ich schon heirate, will ich den Herrgott da oben auch mal Treue schwören. Und wenn ich da die Treue schwöre, dann... Dann richtig. Dann richtig, dann kostet mir den Ring, den ich dann da herum hab, nach meinem Tod aus meinen toten, kalten Händen runterziehen. Das war's. Weil ich heirate noch einmal. Ob Mo sich traut? Vorhat er es. Ich habe deswegen Verlobung gemacht, weil die Frau einfach wirklich lieb und sie behandelt mich so wirklich noch gar nicht. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich habe ja voll das Depperte, also Depperte Lidl. Es ist voll das schöne Lidl. Mhm. Das ist halt vom Mond von mir früher aus der Zeit, wo wir sie halt kennengelernt haben. Eben damalig in einer Metal-Band. Also Metal-Bar. Ja, und so einer Metal-Band ist dann das unser Lied und damit möchte ich dann den Mo bei der Hochzeit überraschen. Ohne dich wäre mein Leben ganz schön scheiße. Mit dir schmeckt jede Dose hier nach Freiheit. Komm her und küss mich. 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 Wie romantisch. Egal durch welche Krise, dass wir gegangen sind, ob das damalig war mit der Edith. Also der Ex-Freundin. Ob das dann das war mit seiner Mutter. Ob das die Schwangerschaft war, die Geburt. Für Mo war es nach Chloe von Edith Kind Nummer 2. Wir haben alles überlebt und überstanden. Wir sind immer, egal was war, die Freund blieb. Ja, Freunde wart ihr ja immer schon. Ich denke genau noch so wie am Anfang. Wir sind eine Löwenfamilie. Wir haben zum Zusammenhalten, wir haben ein Kind miteinander. Wir haben Reife zum Beweisen, wir haben Stärke zum Beweisen. Mit aller Not der Lara zum Verteidigen. Egal welche Steine uns im Weg gelegt werden. Aber ich sage, an jedem Star reifen wir, an jedem Star lernen wir. Und jeder Schritt bringt uns einen Schritt weiter, dort hier, wo wir hinkommen. Und ich sage, auch wenn ihr und der Mo streiten, das Wichtigste ist und bleibt für mich, dass wir gemeinsam am Abend im Bett liegen. Ich liebe dich. Gute Nacht, träum schon.